Guten Morgen, Leute. Ich liege hier schon seit 20 Minuten, stehe aber nicht auf, weil es viel zu gemütlich hier ist. Aber Cheng war schon unten beim Frühstück, von daher, auf geht's. Guten Morgen, Herr Cheng Cheng. Bin beim Frühstück, ich hab's geschafft. Geschafft, an den Drehort sind wir angelangt. Wir sind hier in Berlin am Potsdamer Platz oder zumindest da hinten ist er irgendwo. Und ihr seht hier schon die ganzen Häuser und wir haben auch Wippen aufgebaut für diesen Dreh. Wir sind ja beim CoopTV-Dreh für Cheng heute, falls ihr es noch nicht wusstet. Wir haben ja einen professionellen Parkourläufer. Wie nennt man das? Parkourläufer. Also ja? Ich bin da heute hier und ich bringe Felix das weiter. Da hinten, das ist einmal der. Und mit denen laufen wir hier nachher rüber, wir springen überall hoch. Da hinten, seht ihr das? Das ist praktisch für der Anfängerparcours. Geht so schräg, die Wände hoch halt. Die Profis laufen ungefähr die Wände einfach so hoch. Aber das, Der berührt die Wand auch gar nicht, der fliegt einfach. Ja. Aber pass auf, da kommt schon der Stunt hier rüber zu dir. Sexy. Du kriegst große Augen. Ich denke so, oh mein Gott, was könnte da mir auch. Das war nicht so wirklich geplant. Zeit für eine kleine Pause. Ching Ching. Haben wir überhaupt schon gedreht? Ja doch, wir haben schon gedreht. Wir haben das Intro schon gedreht. Stimmt, wir haben ja doch schon was gemacht. Ich dachte, wir machen schon wieder eine Pause, bevor wir überhaupt was Richtiges gemacht haben. Ja, nee, gefühlt. Aber gefühlt ist das so. Gefühlt, ja, so ein bisschen. Aber jetzt sitzen wir hier und ich habe euch noch gar nicht in Amadei vorgestellt. Das ist ein professioneller Parkourläufer und unter anderem Vize-Weltmeister. Und er zeigt uns halt heute hier beim CoopTV-Dreh mal, was wir so alles noch machen können. Ich bin gespannt, was alles noch kommt, aber erstmal ist es halt richtig kalt draußen. Du hast dich noch so angezogen. Ja, ich habe hier extra so eine Thermo-Unterhose noch drunter und Socken, die ich bis zu den Knien hochziehen kann. Funktionsunterwäsche. Ja, ja. Und natürlich ein hochgradig gesunder Ingwertee. Ich mag ja keinen Tee, aber deswegen habe ich hier so einen leckeren Cappuccino. Und ich werde einfach hier genauso hier drin bleiben, weil Amadei schon gesagt hat, eigentlich passt das auch. Bist auf Shows und mit sowas aufgetreten, dann passt das. Dann kriegen wir es hin. So. Ah, Leute, dass das hier gut ist, sieht man schon daran, dass Woody Allen läuft im Fernseher. Cause I got soul and I won't quit. And your dad don't like it when I talk my shit. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. Staying up late just to pass the time. And your pants don't like it when you are getting high. But I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm not a rapper, just a singer with a game plan. I'll play guitar, no need to worry about my Drake hand. 80,000 people in front of the stage, damn. Den ersten Spot haben wir sozusagen schon komplett gemacht da vorne, alles mit dabei gewesen. So ungefähr, jetzt kommt der nächste und hier wird ein bisschen gesprungen, ne? Was ist denn bei dir los? Du bist ja schon wieder angezogen. Ja, mir ist ein bisschen kalt gewesen, aber ich ziehe ja gleich, es ist jetzt immer schon schön warm halten und gleich dann Action ziehe ich mich wieder aus und dann nackt kommt mich überhoben. Mit deiner jungen Kraft. So won't you say it again? I said I used to be the shy type. Back on my back on public transport, sort of guy type. Now I'm in the limelight, trying to get my mind back. Wir haben ja gerade unsere Mittagspause gemacht, aber ein bisschen belagert. I won't quit, and your dad don't like it when I talk my shit. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. Staying up late just to pass the time. And your parents don't like it when you are getting high. But I'm all about it, baby. Wieso hast du keine Hose an? Warum hast du eine Maske auf? Dankeschön fürs Dubeln. Ja, gerne. Wir sind fertig mit dem Dreh. Richtig kalt hier langsam. Deswegen, wir haben auch gleich wieder unsere Jacken an. Wir müssen uns nicht sagen, dass wir anziehen sollen. Wir haben nur für die coolen Action-Szenen, weil die müssen ja auch, die müssen cool aussehen, oder? Auf jeden Fall, ja. Du machst ja auch professionell so Filme und so weiter und Werbespots, genau, und sowas. Ja. Von daher, und Shows, da muss man mal eine Jacke haben. Ne? Da muss man die auch mal ausziehen. Aber, ne? So, aber war richtig cool, dass du uns alles gezeigt hast. Und falls du es noch nicht wusstest, der Amadei hat ja auch, oder Amadei, manchmal sagst du, ja. Beides geht, aber Amadei geht auch. Ja. Ist dann Ust dein Nachname? Hä? Auf jeden Fall hat er auch einen eigenen YouTube-Kanal und
Er gönnt dir deine Werbung nicht. Der Bus ist so lang. Klar, du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal und da ist noch mehr Parkour-Zeug aus richtig professionelles. Von daher checkt es aus. Link ist in der Beschreibung. Chen könnt ihr auch auschecken, dann auch ein YouTube-Link da in der Beschreibung. Und die Coke-TV-Folge, die ist heute rauskommt, wo auch dieses Video hier rauskommt. Also schaut auch da das fertige Action-Video an. Ich bin auch gespannt. Noch weiß ich ja gar nicht, wie es wird. Aber ich glaube, der Markt, der da hinten irgendwo steht, der mit der Kapuze, der macht das schon cool. Der wird auch schon was Cooles draus schneiden. So, aber wir müssen jetzt ganz schnell zurück nach Köln. Richtig. Mit dem Flugzeug. Ich habe schon gedacht, welcher Ort, wo wohne ich nochmal? Wir sind ab nach Köln. Abonniert Dena. Tschüss.